Und sein Counter für den Karlberg. Ganz einfach. Ist gar nicht mal schlecht, vielleicht hat es Flammkörper. Dieser Avenaro hat uns echt auseinandergenommen. Wenn man noch geht, überall gibt es starke Trainer, die einem alles abverlangen. Weil davon abgesehen, die Pokémon, die sind echt beinhart. Hätte einfach doch Mädel. Die sehen beide gleich aus wie vom Kopf her von oben. Das wäre ehrlich, von oben sehen die beide aus wie ein Typ. Hat ich vielleicht einmal das falsche Overworld-Model genommen? Aha. Mäusefreunde, herzlich willkommen zurück zur Pokémon Leuchtende Perle Nuzlocke Challenge. Eine neue Folge steht an, wir sind hier mitten auf dem Weg zum Karlberg, dem Vulkan auf in der Duellzone. Ihr seht auch schon hier die Asche, die hier runterregnet. Mittlerweile ist es ein bisschen dunkler geworden, was ja nicht schlimm ist. Im Grunde hätten wir jetzt dran auf Vanny hier in der Folge entwickeln können, aber ist jetzt auch egal. Apropos Vanny, ich habe die alle mal ein bisschen gelevelt hier, meine Pokémon jetzt gerade, die dabei sind. Ich habe Zuckerschnut mal mitgenommen, jetzt noch für Goldie extra, weil ich halt noch ein bisschen trainieren möchte. Ich habe Mr. Azell auch nur noch dabei, gerade als Absicherung quasi, falls irgendwie mein Trainer dabei ist, der doch ein bisschen stärker ist. Und Mr. Azell, der kann halt sehr viel anrichten mit seinen Attacken, ne? Gegen viele Pokémon was anrichten, sagen wir mal so. Aber ihn einzuwechseln ist halt nicht die beste Idee, deswegen mal gucken, ob er überhaupt zum Einsatz kommen wird. Ich hoffe es nicht, aber ja, wir werden erstmal weiter trainieren hier und zack, weiter geht's. Wir sind auch schon beim Karlberg angekommen, alles klar. Das heißt, neuer Encounter hier theoretisch, hier oben. Ich glaube erstmal hier lang. Ich nehme hier hoch. Was ist denn hier oben Schönes? Schwupp. Ein Drachenprofis hier. Ach cool, er dreht sich sogar. Das hat man nicht. Den besiegen wir gleich schon. Keine Sorge. Hier ist nix. Ich habe schon gesehen, hier auf Route 200. Nicht hier auf der Route, sondern auf Route 226 sogar noch. Hätte es jetzt sogar Banette gegeben. Ein Geist-Pokémon wäre auch ganz geil gewesen irgendwie. Würde ich gerne auf jeden Fall trainieren, aber ja. Der Lebenorb ist hier. Wir kriegen hier einen Lebenorb einfach geschenkt. Oder finden wir hier einfach. Wir kriegen ja sogar noch Competitive Items. Wie geil ist das denn? Fashion Protein auch noch. Ja gut, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr unbedingt. So, ich wollte die Typen da oben besiegen, ne? Ja, dann gehen wir nochmal rum, schnell. Das machen wir jetzt natürlich noch. Den möchte ich nicht unterschlagen. Trainer werden alle weggeklatscht, wenn es geht. So, auf geht's hier. Zack, Garados ist vorne. Was für Pokémon ich mehr als alles andere wollen? Den Sieg! Ich glaube... Ne, hab ich weggenommen, glaube ich. Glücksei mittlerweile wieder. Muss ich mal wieder geben. Drachenprofi Alphons. Weil zu Training macht ein Glücksei schon Sinn. Oh, der hat einen Garados. Mit der Ohr gegen Bedrohung erstmal, aber ich wechsle dann jetzt eh direkt zu... Matti. Zum Elektro-Pokémon, genau. Ja, ist egal. Bedrohung ist jetzt hier bei beiden, aber juckt nicht. Oder hat er vielleicht die versteckte Fähigkeit? Nein, hat er nicht. Und dann habe ich mir auf jeden Fall noch, damit schon mal bescheiße, ich habe mir noch so ein, zwei Spots rausgeschrieben, wo wir noch Pokémon fangen können, was ich gar nicht selber wusste bisher selber. Das sind allerdings dann auch wieder Pokémon, die wir aus dem Untergrund holen müssen, wahrscheinlich, weil ein Ort davon ist Zweibaddorf. Man kann da angeln, man kann tatsächlich Pokémon fangen, mit der Angel und mit Surfen. Das ist natürlich ein Ort, der auch an sich noch offen ist. Allerdings habe ich auch schon geguckt auf PokéWiki, da gibt es keine neuen Pokémon mehr für uns, die Species Class würde da greifen. Klar, ich könnte auch warten, bis vielleicht mal unser Garados immer stimmt, da könnte ich mir noch ein neues Garados fangen. Oh, sauber, Matti, du bist ausgewichen, sehr schön. Ach, ey, Markus, doch, seht ihr? Habe ich letztes Mal noch dran gezweifelt, ob er uns mag oder nicht. Level 60 mittlerweile schon übrigens, ne, die Leute hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Mr. Azell Level 70. Ich habe jetzt übrigens auch Roserade. Könnte ich doch noch ein Level trainieren auf 72? Das ist so das Level Cap der ganzen Arenaleiter. Wenn ich sage, auf der ganzen Arenaleiter bis auf den 8. Ich habe mich da erkundigt, die sind alle auf Level 72 mit ihrem höchsten Pokémon. Heißt im Klartext, wenn ich ein Pokémon halt da trainiere auf Level 73, ist das quasi als Teammitglied, werde ich dann halt nicht reifen. Ich werde einfach 75 als Level Cap nehmen. Aber bei den ersten 7 gucken, dass die nicht über Level noch über 72 kommen. Oder nicht auf 75 sind, sagen wir mal so. Nein, mein Pokémon! Deswegen ist für mich jetzt erstmal so 72 der angestrebte Level für jedes Pokémon. Das heißt, wir dürfen grundsätzlich auch Registeel noch 2 Level trainieren. Scheiße, da wollte ich gar nicht runter jetzt. Und ich feiere immer noch die Musik hier auf den Routen, ne? Matti ist nicht oben gerade zufällig, ne? Nee. Jetzt sind wir zwar nach vorne wegen Funkensprung. Weil ich jetzt ein Pokémon fangen möchte. Oh, das ist ein Item. Warte mal, hier oder... Hier oder drin? Hier oder drin? Drinnen scheinbar. Wenn die nichts kommt an, offensichtlich. Da sind wir ja schon da. Karlberg, Vorsicht, Vulkanausbrüche möglich. Aber kommt hier nicht auch dieser Avenaro jetzt dazu? Nein, scheinbar nicht. Du bist nicht direkt. Immer alles ein bisschen falsche Erinnerungen, wahrscheinlich, weil ich echt die Platin-Edition oder so im Kopf habe.
Wait. Ich den Stein doch darüber schiebe, komme ich doch nicht mehr weiter. Oder bin ich jetzt blöd? Ach so, kannst runterschieben. Okay, wusste ich nicht. Das ist mir neu. Und da haben wir noch ein Item, das hole ich mir direkt. Habe ich noch irgendwie Schutz drin? Nein, ich wollte schon sagen. Ein Mac Cargo ist es, okay. Und dann Counter für den Karlberg. Ganz einfach. Ist gar nicht mal schlecht, vielleicht hat es Flammkörper. Okay, bringt jetzt nicht viel Flammkörper, weil will ich gerade nur haben fürs Brüten von Eiern später dann, wenn ich da meinen Angriff nehme. Oh, das hält viel auf, viel aus, ist aber schon mal paralysiert. Sehr gut. So, bevor du irgendwie ein Erdbeben einsetzt, wechsle ich mal raus. Ganz ehrlich, hab ich keinen Bock drauf. Obwohl, wechseln macht doch viel mehr, shit. Da habe ich jetzt nicht drauf gehofft. So, Zuckerschut habe ich, Zuckerschut und Vanni sogar, habe ich neue Attacken beigebracht. Eisplitter kann sie jetzt in die Vanni und Zuckerschut kann jetzt Mundgewalt. Wie setze ich den jetzt ein? An sich, obwohl können Gesteinattacken kommen. Moritz kommt rein. Ich versuche es eh schon zu fangen. Ist doch noch nicht im roten Bereich, aber immerhin im... Ja, fast im roten, ne? Reicht nicht ganz leider. Pokéball los. Tja, falls ich jemand wundert, warum ich wieder weniger Pokébälle habe als letztes Mal eventuell. Ich habe irgendwo wieder ein paar Pokémon gefangen. Vor allem Starter meistens, die Starter-Pokémon. Kann ich euch zeigen, wenn ihr wollt. Da könnt ihr mir jetzt schreien, da waren hier Feuer und Panflammen, Vollriegel und so. Die habe ich gefangen, dann noch irgendwie, also generell in den Feuerhöhlen hier auf dem Karlberg. Wenn ich hier in den Untergrund gehe halt. Oder in der Duellzone allgemein. Mechagos Lava Pokémon. Dieses Pokémon hat eine Körpertemperatur von rund 10.000 Grad Celsius. In Spalten seiner Schale aus erhärtetem Magma einen weichen Flammen. Ja, achso, ich muss die Spitznamen geben, ja klar. Verdammt. Wie nenne ich es denn jetzt? Hier haben wir schon eine Schnecke, ne? Puh, schwierig. Okay, Freunde, ich habe einen Namen für das Ding. Jetzt einfach Magda, Mechagos Magda. Ja, komm, scheiß drauf. C-Dox, bitte, tschüss. Geht's hier noch lang? Fluchtseil? Okay, ja, okay, können wir gebrauchen. Ist jetzt nicht ganz ohne, sagen wir mal so. Aber jetzt kann ich auch schon wieder Dings einsetzen. Ne, ich setze jetzt mal noch kein Dings ein. Ich werde jetzt einfach Dings davon setzen, wenn da hier Triton. Der kann wahrscheinlich jedes Pokémon das hier weghauen sofort mit Kaskade. Ich will wissen, was es hier noch so gegeben hätte an Pokémon. Wenn ich ehrlich bin. AP Plus nochmal, okay. Aber ich brauche nur den Magma-Stein hier. Was er noch gegeben hätte, außer Mechagos. Okay, Georg wäre nicht unser Pokémon geworden. Das ist klar. Der, da fliege ich jetzt auch, bevor er jetzt irgendwie Robustheit hat und dann Explosion einsetzt. Ist mir nämlich schon im Untergrund passiert. Hat Triton zwar überlebt. Dann ist er da nochmal ein paar Level höher im Untergrund. Der Angriff war aber schon knapp, muss ich sagen. Dann geht's hier weiter. Hier hat in der Ecke. Steckt, nein. So, was wäre jetzt hier noch gekommen? Okay, Schneckmark, die Vorentwicklung von Mechagos, auch nicht schlecht. Aber da kann ich einfach züchten im Zweifel für den Nationaldex. Den Nationaldex möchte ich hier tatsächlich im Spiel füllen. Das wird, sobald Home da ist, sowieso schnell gehen. Ich habe die meisten Pokémon schon auf Home, sage ich jetzt mal. Oder irgendwo auf eine Edition, die kann ich dann immer noch rüberschicken. Oder nochmal züchten da. So ist es jetzt auch nicht, ne? Aber vielleicht gucke ich mal, was ich so noch kriege alles oder kriegen kann im Untergrund. Da kriegt man schon echt viele Pokémon, muss man einfach sagen. Der Untergrund ist schon echt mächtig, Golbat aber auch schon. Wobei ich da überlegt hätte, ob ich ihn nochmal fange, ehrlich gesagt. Wenn das jetzt unser Pokémon geworden wäre, unser erstes. Weil X-Bat ist schon echt gut gewesen in der Liga. Ich hätte gerne nochmal eins. Hätten wir sogar Batman jetzt gehabt. Nicht Batgirl. Oh, da ist ein Item. Okay, wir müssen sogar hier hoch. Also hier brauchen wir eigentlich auch wieder in der richtigen Edition damals richtig viele VM-Sklaven, um hinzukommen. Kraxler, Zertrümmerer, Stärke. Eigentlich brauchst du dafür nur einen Sklaven, weil alles kann ja Bidifass lernen, anscheinend. Aber braucht halt echt wieder viele VM-Attacken. Und dafür bin ich echt dankbar, dass wir einfach diese App haben, mit der wir den Pokémon keine Attacken mehr beibringen müssen. Die dann mitnehmen müssen. Oh, da oben ist Flash. Stimmt, wir sind ja immer noch bei den Wettrennen hier da hoch.
Hier ist, glaube ich, der Radar 7, ne? Glaube ich. Ja, genau. Hier doch irgendwo was? In der Ecke oben vielleicht zum Beispiel? Nö. Ja, komm, ich pfeife jetzt mal auf Schutz. Ich habe zwar neu gekauft. Smogmog hat sie gegeben. Oh, auch interessant. Nicht übel. Ja, ja, den wollte ich mitnehmen, ne? Also ich könnte es mir natürlich fangen, aber ich darf es trotzdem nicht benutzen. Ah, ich doch nicht. Ich fang's jetzt nicht. Ist Quatsch. Hat nichts mit dem Nasswachs zu tun dann. Sei jetzt vorsichtig, genau einfach hier so rum. Nicht zu weit schieben, eine Top-Genesung, nehmen wir auch noch mit gerne. Ach, der gleich kommt erst der richtige Teil vom Berg, kann das sein? Weil der Avanaro ja noch nicht war. Auf wie viel Aids ich gegen uns kämpfen. Cargo erscheint, ja. Ich hab zwar Mr. Zell dabei, aber der hat Shell-Terra, ne? Hätte der dann. Dagegen habe ich gerade nichts. Pass auf, wisst ihr, was ich jetzt ganz kurz mache? Ich werde jetzt, bevor ich den anlabere, werde ich einfach mal gucken. Werde ich jetzt einfach mal kurz Zuckerschnut und Dings hier lassen und Moritz. Nur für das Ansprechen jetzt hier, einmal ganz kurz. Herr Flix, was war denn das? Oh, hey Kazoo. Dieser Avanaro hat uns echt auseinandergenommen. Mann, hier in der Gegend gibt es echt viele starke Trainer. Egal, ich muss einfach noch härter trainieren und besser werden, das ist alles. Dafür gibt es ja den Duellturm in der Duellzone. Okay, er will nichts von uns, okay, perfekt. Dann wieder zurücktauschen, jetzt zack. Ist hier ein Item dran? Nein, auch nicht. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los, ne? Ja, hier sind die ganzen Trainer und Doppelkämpfe meistens, ne, so wie es aussieht. Hey, du bist Kazoo, stimmt's? Ein himmeliger kleiner Kumpel hat mich vorhin schon herausgefordert. Da habe ich ihm erstmal eine ordentliche Lektion erteilt. Ich weiß nicht, ob ich das doch mal schaffen würde. Wo immer noch geht, überall gibt es starke Trainer, die einem alles abverlangen. Weil davon abgesehen, die Pokémon, die sind echt beinhart. Wie wäre es, wenn wir uns zusammenschließen und das gemeinsam versuchen? Gerne doch. Jetzt habe ich noch einer von den Partnertrainern. Das ist schon der vierte, den wir gesehen haben. Ich sorge dafür, dass deine Pokémon immer topfit sind. Ich glaube, der fünfte, es gibt euch insgesamt fünf davon. Und der letzte ist in der Diegestraße, da konnten wir nicht hin. Ich glaube, in der Ecke ist der. Aber lass mal runtergehen hier erst. Alles ablaufen einmal. Jetzt habe ich aber echt einen Schutz, ganz ehrlich. Aber mit dem Typen möchte ich jetzt doch keine Pokémon encountern, ehrlich gesagt. Genau, Lebenorb. Richtig geil, dass wir den jetzt haben. Schutz habe ich auch neu gekauft, wie gesagt. Auch nichts versteckt, okay. Wie es aussieht. Da unten, da bei dem Seeren. Habe ich dafür ein besseres Pokémon zum Einsetzen? Ich glaube, Vanni eigentlich, ne? Ich weiß, wir können auch mit Triton, können wir Dings einsetzen. Knierschau mit Matti. Egal, ich mach mal so. Wir haben noch einen Partner dabei. Ich hatte diesen Morgen eine Offenbarung. Ich wusste, dass ich heute einen tollen Kampf haben würde. Ich werde dich mit meinen Psychokräften pulverisieren. Ja, ja, mach du mal, versuch's mal. Auf die Trainer dürfen wir nicht unterschätzen, ne? Hätte einfach doch ein Mädel. Die darf mich beide gleich aus wie vom Kopf her von oben. Pupanze und Xatu, okay. Pupanze ist ein Boden-Pokémon, Xatu ein Flug-Pokémon noch. Beide an sich ungefährlich für Vanni. Xatu, ich kann beide wegkommen. Die beide sind sehr, sehr anfällig gegen für Eisplitter. Eisplitter ist übrigens eine Prio-Attacke, die ist jetzt nicht so geil eigentlich auf einen Sibunda, sag ich mal, aber die haut halt rein, weil Sibunda so einen hohen Angriffswert hat. Deswegen ist es wieder doch ganz gut. Attack Level 56, guck mal, 150 Angriff schon. 160 Initiative, ist der einzige Wert, der höher ist, abgesehen von den KP. Matti auch, Angriff 183, der hat einen höheren Angriff noch? What? Als Sibunda wusste ich gar nicht, dass der so hohen Angriff hat. Du bist deine Verteidigung, ne? Glaube ich auch unter anderem. Und Spezialverteidigung, genau. Antik, oh, das ist effektiv, scheiße. Macht aber zum Glück so gut wie nichts. Was ist denn das? Traunmagil, Geist-Pokémon. Da prügel ich jetzt weg, komm, weg damit, tschüss. Sechsmal greifen wir an. Und da du da vier reichen, ist es auf jeden Fall tot. Ja.
Und wir heilen uns. Heilen wir uns wieder voll? Nein, nicht ganz. Okay, schade. Zack, gibt wieder P. Sondersensor ist resistiert. Psycho und Boden halt, ne? Ich glaube, der wollte eigentlich mit Traumagie auch angreifen. Erdkräfte wieder. Ja gut, kann nur uns angreifen, weil ich glaube, Lipometas hat Schwebe als Fähigkeit. Ist trotzdem schneller. Ach so, Spitzerverteidigung. Ich dachte, wäre jetzt wieder Dings gewesen. Nee, stimmt. Dampfwalze droppt die Initiative und zwei Erdkräfte, stimmt ja. Tschüss. Wie es aussieht, ey. Tschüss. Das war schön voll heilen, genau. Sie hat noch eins, ne? Ja, oder eher. Groink. Ja, wird auch weggehauen, ist egal. Prügler auf da, auf geht's, zack. Auf die olle Sau. Da brauch ich schon 6, ne, oder 5 Angriffe, guck mal. Ein Fall, okay, ein Volltreffer am Ende natürlich, dann geht's auch so. Ah ne, waren 4, okay, wäre 5 mal gewesen mit ohne Volltreffer, so rum war's. So, und Mani ist fast wieder voll, weil geil, durch die Blutmuschelglocke. Saubär, richtig gut. Da haben wir absolut gar nichts toll. Was habe ich nur von meinen leeren Drohungen? Das war ehrlich, von oben sehen die beide aus wie ein Typ. Hatte ich vielleicht einmal das falsche Overworld-Model genommen? Da bin ich jetzt blöd. Aber ich beide von vorne an, warte mal. Das sind zwei Typen. Was ist das für eine Verarsche? Ich hab immer... Ah ne, ich hab Schutz drin, aber die sind alle höher gelevelt jetzt, die Viecher. Das ist das Problem. Aber ich kann ja abhauen, oder? Ich bin ja wohl schneller als die. Yes, perfekt. War mir gerade nicht sicher wegen Lepomentas, ob das nicht auch zählt, die Initiative dabei. Eine Eisenkugel, hab ich doch schon eine, oder? Ja, kein neues Item. So, hier, zweite schon. Ich wechsle mal wieder Triton nach vorne oder so. Damit wir wieder höher gelevelt sind als die wilden Pokémon. Wo geht's hier lang? Dann kann ich die Trainer umgehen. Gibt's auch ein Fläschchen Zink. Aber wisst ihr was, kommen wir auch ein Astrid jetzt platt als nächstes. Gardos kann da vorne bleiben, ruhig. Auf geht's rein hier, die beiden. Alles bereit, der Kampf kann beginnen. Die hier versammelten Trainer und Pokémon sind kein leichter Gegner. Die haben alle den ein oder anderen Trick auf Lager. Das will ich aber auch hoffen. Carolino, Maximilian, Kangama. Oh, und Aerodactyl. Nicht schlecht, die beiden. In der Kombination. So können wir jetzt mal jetzt in Bedrohung. Ah, okay. Kangama. Auflust sinkt nicht. Scheiße. War kacke. War immer von Aerodactyl, aber der kann Antikraft und so, ne? Das ist das Problem. Ne, warte mal, Eishand ist nur auf Flug sehr effektiv, ne, und nicht auf Gestein. Also nur auf Boden, aber nicht auf Gestein war es, glaube ich, ne, so rum. Da kann ich jemanden Snap-Angriff einsetzen. Sehr effektiv. Also er macht jetzt keine Cosmic-Kraft, der hat nämlich jetzt, oh, die nehmen ganz schön die Mangel, den Typen. Das hätte der T-Shot nicht gewirkt, wenn er jetzt eine Attacke einsetzt, die keinen Schaden macht. Der T-Shot hätte nicht gewirkt, wenn er eine Attacke sich keinen Schaden macht, genau, so ist richtig. So, schön leveln hier alle, danke. Erdkräfte, okay. Das wäre so oder so auf Kangama gegangen. Weil Aerodactyl das immunisiert durch den Flugtypen. Kaskade, komm, drauf da. Diesmal auf. Ich glaube, Diplomatas ist halt sehr effektiv, ne? Ich kann es halt leider nicht flinchen lassen, ist das Problem. Weiß ich jetzt tot, ne? Ja, perfekt. Die waren einfach die zwei. Na gut, ist ja halt unser Pokémon immer, ne, der Junge. Ah, sie hat noch eins. Ursaring wäre auch cool. Ursaring hätte ich gerne. Einfach weil es ein Bär ist. Der Bärenmann mit dem Bären. Wäre doch geil. Auf geht's, komm, Kaskade. Erdkräfte, hoffentlich reicht die Erdkräfte. Yes, perfekt. Reichen, die Erdkräfte sind ja, ist ja plural quasi. Moritz erreicht Level 55, super. Die leveln alle gut mit, das freut mich. Mir sind die Items ausgegangen. Auch
dich sollte man nicht unterschätzen. Ja, richtig. Hast du gut erkannt. So, hier lang. Hier geht's weiter. Was ist da unten noch? Neu ansetzen, danke. Das war hier runterkraxeln. Erstmal, da ist das hier verworren. Kannst du gleich eigentlich nichts mehr da, solange du in Blade von Avenaro bist. Ach so. Das war so später runter. Dann würde ich sagen, wir finden mit ihm erstmal den Weg. Ja, kann ich nicht hoch. Jetzt seht ihr mal. Damit man wahrscheinlich nicht abkürzen kann oder so, ne? Denke ich mal. Da ist ein Drachenprofi und Veteran. Die Knöpfe uns vorkommt. Komm mit, mein Freund. Ich weiß, wie ein echt loswerden, da kann ich die Doppelkämpfe alleine machen. Stimmt. Ja, wir bleiben bei Triton einfach. Zack, rein da. Was willst du hier erreichen? Ich werde dich auf die Probe stellen. Suchst du das legendäre Pokémon? Dann lass uns kämpfen. Nee, eigentlich suchen wir hier einen Schatz. Den Magma-Stein. Jetzt auf einmal ein legendäres Pokémon, wisst ihr? Siegmund und Drachenprofi Holger. Rakele und Kindwurm. Gut, Kindwurm können wir easy weghauen. Da ist halt auch bestimmt noch ein Draschel oder Musalanda vielleicht sogar schon. Der Drachenprofi. Guck, wie viel Pokémon der hat. Wenn der zweit würde ich sagen, der hat nur ein Draschel maximal. Ist mir auch egal, weil wir haben Eiszahn. Deswegen juckt mir nicht. Ja, zwei Pokémon und der andere drei, okay. Und was war der mit zwei weg? Den Drachenprofi. Den anderen kann sich der Avenaro kümmern. Tschüss, Kindwurm. Man, stell sich mal vor, ich wäre jetzt die ganze Zeit schon mit meinem Top 4 Team unterwegs. Wenn die alle überlebt hätten. Wäre maßlos überlevelt für die ganzen Gegner hier. Ja, Draschel, perfekt. Wie erwartet. Eiszahn wird es schon richten. Aber ja, Draschel überlebt, der ist halt sehr bulky. Der hält leider viel aus. Der hat halt, guckt euch mal die Panzer an. Aber er ist gefroren, jawohl. Sauber. Und du hast bitte Krakelo weg, genau, danke. Das andere Vieh macht jetzt eh nichts, außer es taut direkt auf und dann greift es doch an. Ani Level 57, super. Ja, kann sich nicht bewegen, perfekt. Besser kann sich laufen. Don fahren, oh. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt mal in Ruhe lasse und einfach Don fahren erstmal weghaue. Weil das würde so. Ah, kann ich auch Kaskade einsetzen für irgendwo rein. Symbol-Pokémon. Ja, und den Rest macht hoffentlich er jetzt hier. Mein Kumpel. Bitte jetzt nicht Draschel angreifen, danke. Ist eh noch gefroren. Wurde noch eingefroren, jawohl, perfekt. Taurus. Ja gut, jetzt hau ich Draschel weg zuerst, ganz ehrlich. Ach, versuch zumindest wegzuhauen, weil Erdkräfte ist jetzt offensichtlich besser. Den verminderten Angriff. Ach, ich werde Draschel gar nicht killen können jetzt. Scheiße. Angriff ist ja niedriger. Ja, reicht nicht, schade. Diese Kutekel. Und Tauros gegen Triton, oh oh. Der war nicht ohne den Angriff. Okay, er haut Draschel weg, perfekt. Level 60. Level 42 für Zuckerschnut. Die nichts mehr lernen dürfte, weil sie sich jetzt entwickelt hat. Genau, ich habe Pixie übrigens auch Pipi entwickelt. Hab ich gar nicht gesagt am Anfang. Aber war ja an sich offensichtlich. Als ich sie gezeigt habe kurz. Weil hier ist es im Spiel echt so, man kann halt die ganzen TMs und so, man kann die einfach in Weidebuch dabei bringen, im Zweifel. Deswegen kann man hier ruhig Steinentwickler sofort entwickeln. Die ganzen Attacken nennen die dann quasi so, teilweise sogar eher, als wenn die erste lernen müssten bei der Vorentwicklung. Ich glaube, das geht nicht für alle Attacken, aber für die wichtigsten, sage ich jetzt mal. Und deine Pokémon macht euch das Recht erworben, hier sein zu dürfen. Keine Kraft mehr. Ja, gut so, für mich zumindest. So, hier war die Kraxler-Stelle, genau, da ist ein Item, okay. Nehmen wir an, dass generell, wo wir da nicht mit Avenaro hin können, ist nur ein Item. Da müssen wir hin, shit, das ist nicht falsch. Top-Beleber, toll, brauche ich nicht. Ja, noch einsetzen bitte, danke. Das sind aber auch lange Wege hier, ne? Das heißt, wir müssen ganz zurück hier, den ganzen Weg jetzt. Shit. Sind hier komplett falsch gelaufen. Müssen links lang, da unten ist, was ist da, jetzt kann ich mal kurz gucken. Auch ein Item, okay, seht ihr? Ja, die hole ich mir dann einfach, ne?
Nehmen wir an, das ist doch irgendwo ein Heißorb. Oh, hier haben wir angefangen. Hypertrank, den nehme ich doch gerne mit. Tritt halt unheimlich nicht übersehen. Komm, besiegen wir die zu. Da ist ein Stärkestein. Ich kann hier nichts mit dem machen mit dem Typen. Also kann ich mitnehmen, Fläschchen Calcium, ja, das war's aber schon wieder, ne? Warte mal, wieso bin ich da gar nicht runtergelaufen? Ah, ist egal. Möchte ich da mit Garados rein? Ja, ich glaube schon. Vogelprofi und Schwarzgurt, doch, macht Sinn. Die Pokémon können alles zerstören. Glaubst du echt, eine Chance gegen uns zu haben? Ja, schon. Meine Vogel-Pokémon mit den Flügeln schlagen, wird die Glut der Aggression getilgt. Schwarzgurt Ude und Vogelprofi Birte. Rabaus und Dodri. Dodri, cool. Ich meine, wir haben ja schon Dodo-Schwärme gesehen. Als wir diese Funktion freigeschaltet haben, so ist es ja nicht, ne? Ist ja nicht so verwunderlich, dass es das Pokémon im Spiel gibt, offensichtlich, oder jetzt auch schon mal Trainer zu sehen ist. Aber Rabaus ist auch cool. Ich freue mich von Kikli, Nocturne und Capoeira. Gleichermaßen. Kann ich zu einem von den drei entwickeln, je nachdem, wie die Werte aussehen. Zack. Oh, es hat überlebt. Shit. Hab vielleicht nicht gerechnet. Anfallen? Was für eine Attacke? Okay, welchen Typ hat die Attacke? Die ist sehr effektiv einfach gewesen. Und nicht wahrscheinlich, ne? So, Rabaus ist tot. Danke für den. Also wegen dem Sondersensor. Knogger. Dann hau ich weg. Ich hoffe, er setzt jetzt keine Erdkräfte ein. Weil dann wird Dodri nicht getroffen. Das wäre ein bisschen kacke. Da ich mir gerade doch nicht die Trainer selber offensichtlich, merke ich gerade, aufs egal. Bin ja trotzdem alle EP, dann halt nur die Hälfte, die nicht kämpfen. Anfallen wieder. Das ist halt sehr effektiv. Und vermindert. Angriff. Okay, Artikov ist perfekt. Perfekte Zug gewesen hier. An der Stelle jetzt. Ohne Witz. Als ob wir. Ne, ich habe gesagt zu ihm so quasi telepathisch: Ich mach Knogger und du machst Dodri. Ist wirklich so. Kramschiff. Und Karpilz. Karpilz ist ein Pflanze-Kampf-Pokémon. Das heißt, ich kann theoretisch Eistrand einsetzen und das hält eh nicht viel aus. Komm, hauen wir es weg. Aber es hält ein Eistrand aus, scheiße. Bitte kill es jetzt. Nee, das geht auf Kramschiff. Was macht dich. Oh Gott. Ableithieb. Okay, das ist nicht effektiv, Junge. Aber auf beiden wäre es nicht effektiv gewesen, von da ist es auch egal. Du würdest lieber eine Pflanzenattacke auf Dings einsetzen können, auf Lipomentas. Aber macht ja nichts. Flügelschlag. Auch auf Triton. Boah, ist das stark, das Vieh. Ah, ich hätte jetzt vielleicht doch lieber Kramschiff angegriffen. Oh, die Folge ist euch schon wieder rum. Shit. Ja, keine Wirkung. Das ist halt der Kack jetzt gerade. Mist, ey. Ja, kannst du mal mit den anderen angreifen mit Nachthieb? Ist sehr effektiv bei dem. Bist du bescheuert oder so, Mädel? Kramschiff, komm weg. Hau ab. Mach dich vom Acker. Ekelhafte Drecksau. Zuckerschut Level 53 schon. Hätte ich eigentlich auch reinsetzen können. Ich hätte noch ein Pokémon. Ibitak. So, ich denke mal, Ibitak ist auf jeden Fall schneller als Lipomentas. Aber ist das auch schneller als Triton? Nein. Hältst du einen Angriff aus? Nein, auch nicht. Perfekt. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss wegen Triton, ne? Wenn der jetzt einen Bohrschnabel rausgehauen hätte oder so. Hätte böse enden können. Sag ich jetzt mal. Geofisur? Nee, keine K.O.-Attacke. Trifft nur, wenn du auf dem höheren oder gleichen Level bist und doch nur höheren, ich weiß gar nicht. Wir waren die einfach nicht gewachsen. Ich konnte es nicht mal in die Lüfte schwingen. Ich will es nicht herausfinden, sag ich ganz ehrlich. Da gehen wir hier hinten lang. Bleiben erstmal unten kurz. Gucken, ob hier ein Item ist. Okay, gehen wir vielleicht doch mal nach oben. Vielleicht ist da ein Item dann. Ein Trainer, okay. Ich kann es dir selbst nicht so genau sagen. Wo 10 auch? Ist es halt so. Warum ich den Vulkan so sehr mag, okay.
ist einfach nichts, oder wie? Willst du zählen? So, an der Wand direkt, okay, ich wollte gerade sagen, Feuertafel, okay. Zur Rückseite der enthaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Das Pokémon aus dem Ei schlüpfte, wurde ihm die Kraft der Tafel zuteil. Ich hätte ja gern anderes Pokémon gekriegt als Mechago, ne, sag ich ganz ehrlich. Wir haben da leider nicht so viel Auswahl, Möglichkeiten. Wie komm ich denn da hin, da unten? Wahrscheinlich mit Kraxler nur, ne? Ich kann da unten hoch. Achso, ich kann hier rum. Ah, okay. Alles gut. Bisschen verlaufen gerade. Komm ich da irgendwie runter jetzt von hier aus? Ja, perfekt. Aber erst an den Bein vorbei. Ja, komm, wir machen ein bisschen heute länger, ist egal. Ganz ehrlich. Was bedeutet das, Kämpfe zu gewinnen? Dem will ich auf den Grund gehen. Willst du mir dabei helfen? Gerne doch. Du hast den ganzen Weg nur wegen der Pokémon auf dich genommen? Welch ein Einsatz! Ottmar und Roberta. Damiplex. Oh, und Razaf. Gute Pokémon. Razaf überlasse ich ihn. Der kann halt Sondersensor einsetzen. Ich kann Damiplex leider nicht sehr effektiv treffen, aber ich kann zumindest den Angriff droppen schon mal ein bisschen. Wir müssen auf die Ose aufpassen. Damiplex kann Psycho-Attacken. Der halt hat psychische Kräfte. Also auch mit Rohr, die Sau. Willst du mich jetzt verarschen? Echt jetzt? So bedrohlich siehst du nicht aus, auch nicht mit Bart in Pokémon Legende Arceus, wie deine Weiterentwicklung dann. Miststück. Na, reicht jetzt leider nicht. Hätte auch, glaube ich, so nicht gereicht, egal. Wutanfall. Drachenattacke. Aber sehr passend dazu, für Razaf, ehrlich jetzt. Ist ja so das Ausrast-Pokémon, man sieht ja auch hier die Adern schön oben am Kopf. Was hat der eingesetzt? Erdkräfte, kurz sagen, habe ich gerade Eiskälte gelesen? Nee, ich dachte gerade schon. Hab mich schon gewundert jetzt gerade. Du bist da sehr schon Level 71, da kann ich dafür noch ein Level trainieren. Venofliebes. Pflanzen-Pokémon. Komm, greifen wir an, Venofliebes. Zack, Eiszahn. Überlebt's leider wieder ein. Dörfer kommt wieder raus. Und da ist es verwirrt, super. Jetzt kill's einfach bitte, danke. Oh, es überlebt. Oh, 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 oh. Blattgeist liegt auf. Wir haben 4 auf uns. Ach, das war stark, die Attacke. Warum greifen die denn nicht sehr effektiv Dings an? Die Vollidioten. Reicht der Sondersensor bei Venofliebes, ist die Frage. Eiszahn würde reichen. Ja, komm, wir hauen's weg. Razaf darf das zwar nochmal angreifen, wenn es halt durchkommt durch die Verwirrung. Das ist das Blöde dabei. Komm schon. Bitte hau dich selber und dann ist eh Feierabend. Yes. Mario überlebt sogar noch ganz knapp. Aber jetzt ist Feierabend. Finde ich Razaf. Leg dich wieder hin, leg dich schlafen. Ab in dein Pokéball. Tschüssi. So, war die Level 58 schon. Das geht gut voran hier mit dem Level. Quattle. Dürre wirkt. Okay, schwächt Wasserattacken. Jetzt trotzdem was Attacke ein, ist mir egal. Trifft die halt nur neutral quasi. Quirtle, ey. Oh, das macht gar nichts, Alter. Den Erdkräfte rauszimmern. Danke. Okay, Spezialdefensive ist richtig schwach bei dem Vieh anscheinend. Oder weil es halt, weil Boden nicht geschwächt wird von dem vom Sonnenlicht. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, Dürre macht sogar stärker als Sonnenlicht, ne? Ich glaube, Dürre ist sogar ein bisschen stärker. Jetzt weiß ich noch weniger als zuvor. Dein Ansatz hat dir den Sieg eingebracht. Oder nee, das war glaube ich bei Proto-Gordons Fähigkeit, die war durch Stärke als Sonntag, ne? Oder Dürre oder so. Ja, egal. Ein Sonderbonbon, da sehen wir doch gerne mit. Dann gehen wir auch zurück, Freunde. Ja, wird's ein neues Schutz-Item ein. Ich würde aber sagen, damit die Folge nicht zu lang wird, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube, da kommt immer noch ein Trainerpaar, ne? Was möchte ich jetzt ungern noch besiegen, heute in der Folge. Dann wird mir die Folge nämlich doch wieder zu lang. Jetzt ist da ich schon so ein Punkt, wo ich sagen muss, nee, das ist eigentlich schon zu lang. Da unten ist noch ein Trainer, verstimmt. Aber müssen wir das besiegen? Wo kommen wir überhaupt weiter? Muss hier nicht immer eine Treppe sein eigentlich?
Wieso geht Stärke nicht mehr? Ach, das war Vorraum, stimmt. Hab ich verlaufen oder was? Anscheinend, ne? Ja, okay, Freunde, ist egal. Da unten ist noch ein Item, da tun wir es beim nächsten Mal. Aber Nahu und ich, wir machen hier eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zusehen vor allem. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, dem Video noch einen Daumen nach oben zu geben. Unterstützt den Kanal auf jeden Fall sehr und ich würde mich massiv freuen, wenn ihr es tätet. Den Kanal damit unterstützt auf jeden Fall. Und ja, euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.